Einen wunderschönen guten Morgen aus Tübingen, Tübingen am Neckar. Und wir fahren eine Prüfung nach. Gerade eben zu Ende gegangen. Der Angstschweiß ist noch im Auto. Wir fahren hier rechts weiter. Die Fragen, die zur Sicherheitsüberprüfung waren: Bitte schalten Sie die Nebelschlussleuchte ein. Und was kann man über die Reifen sagen? Also die Fahrführerin hat dann gesagt, Promilletiefe 1,6 Promille, Fremdkörper. Und dann war die Sache okay. Gut, wir fahren hier rechts weiter. Wir haben auf 50, ganz normal. Was gibt's Neues? Ich bin gerade dabei, die Fragestunde vorzubereiten. Und ich habe mir da ganz schön Arbeit aufgehalst, habe ich festgestellt. Weil ich muss ja da alles recherchieren, muss alles gucken, muss viel überlegen bei den Fragen, zum Beispiel warum ich Fahrlehrer geworden bin und so. Ist aber ganz interessant. Das heißt, man sitzt da und denkt mal echt über die ganzen Sachen nochmal nach. Ich bin dabei, so an alte Bilder raussuchen. Ihr seht, nebenbei muss ich hier um diesen LKW rumfahren. Das heißt, ich muss hier gucken, dass ich langsam rauskomme, dass ich dann sehe, was los ist und kann dann hier ganz normal weiterfahren. Also hier sind ganz normal 50. Das hat alles gepasst. Dann muss ich aufpassen, dass ich hier nicht reinfahre. Okay, dann fahren wir die nächste rechts weiter. So, und ich muss jetzt zugeben, ich bin jetzt falsch gefahren, aber ihr merkt es gar nicht und eigentlich müsste ich es ja gar nicht zugeben, sondern ich bin in die falsche Richtung rausgefahren. Das war die andere Prüfung. Die möchte ich jetzt noch gar nicht machen, sondern die mache ich dann später, sondern ich mache jetzt erst die zweite Prüfung. Also wir befinden uns noch ein bisschen außerhalb der Prüfungsstrecke sozusagen und fahren jetzt zurück zur Prüfungsstrecke. Kann auch passieren. So, denkt immer dran. Wir haben bei 50 15 Meter Abstand. Wenn ich aber so ein großes Teil vor mir habe, wie hier jetzt, dann muss ich ein bisschen weiter wegbleiben, weil ich sehe ja da nicht vorbei. Das ist dann ein bisschen sicherer. Gleich haben wir es geschafft, gleich sind wir wieder auf der regulären Prüfungsstrecke. Ah, von der Atmosphäre her wirklich sehr, sehr nette Prüfung heute Morgen. Sehr netter Prüfer. Und auch von den Fahrschülern, die waren einfach dann ganz locker. Und das heißt einfach, das ist nochmal wirklich der Appell an alle Prüfer, die hier vielleicht mal so ein bisschen reinspickeln und es gefunden haben. Seid einfach nett zu den Fahrschülern, seid locker. Und die Fahrschüler werden es euch danken, weil die dann nämlich auch locker sind. Und es ist eine viel schönere Atmosphäre, wie wenn man hier einen auf Mr. Streng macht und dann so streng auftritt und die Fahrschüler sich fast in die Hose machen und die Fahrlehrer mit hochrotem Kopf neben dran sitzen an der Prüfung und kein Ton geredet wird. Das ist viel angenehmer, wenn man so richtig locker fährt. So, und jetzt hätte ich jetzt die ganze Zeit diesen
dieses Riesental vor mir. Was an der Prüfung ja gar nichts ausmacht, ist doch sehr elegant. Das heißt, ich kann da einfach locker hinterherfahren, mir kann im Endeffekt gar nichts passieren. Ich muss einfach darauf achten, dass ich meinen Abstand habe. Der macht Platz für mich da vorne, der drängt den ganzen Verkehr weg. Das ist wie so ein Eisbrecher, der vor mir herfährt. So, und dann kommen wir da vorne, wie bei 1 Million Prüfungen vorher, an die Kreuzung. Und hier haben wir nämlich eine ganz blöde Situation. Und zwar, geradeaus geht eine Straße rein, so eine Sackgasse, und da kommen in 100 Jahren 2 Autos raus. Und heute Morgen war es wieder soweit. Heute Morgen ist so ein ganz komischer kleiner Transporter da rausgefahren. Und das ist im Endeffekt für Vorfahrtsfragen ganz egal, ob das sich um ein Auto handelt oder um irgendein komisches Fahrzeug oder sonst was. Wenn da vorne was rauskommt und ich bin Linksabbieger, dann muss ich das rauslassen. Auch wenn diese Straßen so ein bisschen verschoben sind. Das ist egal. Ich bin jetzt trotzdem Linksabbieger und der andere kommt von vorne. Und da war jetzt eine ganz blöde Situation am Anfang von der Prüfung. Das heißt, die Fahrschülerin hat geschaut, so wie ich jetzt. Alles klar, alles frei. So, dann fahre ich schon los. So, und jetzt kam dieses Fahrzeug. Und jetzt ist sie ganz langsam rumgefahren. Der mit dem Fahrzeug hat natürlich auch geguckt, so, oh, was ist jetzt? Und dann ist sie einfach weitergefahren. Und eigentlich hätte die Prüfung jetzt schon aus sein müssen. Aber es war so eine komische Situation, wo man echt so, war das jetzt oder war das nicht und so. Und dann, okay, und gut ist, der Prüfer hat dann wahrscheinlich gesagt, okay, lass uns mal weiterfahren. Und dann hatten wir hier die nächste Situation. Autos sind gekommen und sie hat jetzt hier angehalten. Aber das braucht man ja nicht, sondern hier ist ganz normal abbiegen und alles ganz normal fahren. Da muss ich nicht anhalten. Weil das sind ja rechts und vorne sind verkehrsberuhigte Bereiche, die sind mir untergeordnet. So, dann haben wir hier 20. So, alles klar. Dann sind wir vorne zu dem Kreis gekommen. Jetzt hätte ich fahre jetzt 20. Jetzt kann ich beschleunigen auf 30. So, der mit dem Roller drückt einfach durch. Selber muss ich aufpassen, aber das ist egal. So, jetzt kommen wir rein in den Kreis. Und dann hat es geheißen, dritte Ausfahrt raus. Alles perfekt frei. Ich fahre schön rein. Lasse das Auto einfach so ganz lässig im zweiten Gang rumrollen. Mit ganz wenig Gas. Mache jetzt Blinker rechts. Guck und fahre schön raus. So, dann habe ich hier 30 und da ich faul bin, drücke ich einfach auf Set. Das heißt, ich habe jetzt den Tempomat eingeschaltet und das ist ja das, was ich meinem Fahrschirm einmal empfehle. Und ihr seht, jetzt kann ich hier ganz entspannt fahren, ohne dass ich was mache. So, jetzt können alle wieder schreien, huch, er hat gar nicht geblinkt. Und ich habe ganz entspannte Gespräche mit dem Prüfer gehabt, um wie das so ist beim Autofahren. Mit dieser ganzen übertriebenen Blinkerei und Guckerei und sowas. Ich muss einfach normal Auto fahren. Ich muss nicht die ganze Zeit so ein komisches Theater spielen. Was nicht heißt, das dürft ihr jetzt nicht verwechseln, dass ich sage, man muss nicht blinken und man muss keinen Schulterblick machen und man muss gar nichts machen, so auf die Art, sondern man muss das richtig machen. An den richtigen Stellen muss ich die richtigen Sachen machen und keine antrainierten komischen Schulterblicke oder sowas. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt hier durchfahre, fahre ich einfach durch. Ich würde hier nie im Leben blinken und einen Schulterblick oder weiß ich was machen oder so. Das macht kein Autofahrer. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch in der Fahrausbildung ein kleines bisschen Realität macht. Also auch hier rechts vor links. Ich sehe weit, deswegen brauche ich jetzt nicht irgendwie runterbremsen und runter in den ersten Gang gehen, sondern ich kann da einfach ganz normal durchfahren. Aber hier, seht ihr, der geht schön weg, wunderbar, kann ich schön weiterfahren. So, puff, 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 puff. So, die nächste rechts vor links, da muss ich jetzt langsamer sein, das sehe ich nicht richtig. Das heißt, hier muss ich wirklich langsam sein. Gucken, dann gehe ich auch in den ersten Gang, seht ihr, und dann fahre ich weiter, das ist der Unterschied. So, und jetzt gehen wir die nächste links weiter. Und ihr seht,
Alarm, Alarm, Alarm. Auto von vorne, der biegt links ab, okay. Wir können aneinander vorbeifahren, aber von links kommt ein Auto, die Radfahrerin, das passt noch. So, und jetzt kann ich los. Und jetzt seht ihr, ganz gefährlich, diese Radfahrerin fährt natürlich einfach dran vorbei. Und wenn ich jetzt losgefahren wäre, hätte ich ein Problem gehabt. Deswegen muss ich da aufpassen. Und das sind so Sachen, die muss ich sehen. Die muss ich auch als Fahrschüler sehen, dass da von hinten eine Radfahrerin angefahren kommt. So, dann gehen wir jetzt die nächste rechts weiter. Und hier, das hat mir nicht so gefallen von der Fahrschülerin. Und zwar, guck, ich muss nach links gucken. Jetzt, wenn ich nämlich nach links gucke, dann sehe ich jetzt schon, dass alles frei ist. Und ich gucke wieder. Und jetzt kann ich nämlich ohne Anhalten hier durchfahren. Eine gute Verkehrsbeobachtung, die nicht erst an der Kreuzung anfängt, sondern schon vorher anfängt, hilft mir dabei einfach viel besser zu fahren. Nochmal an alle, wirklich, Houston an alle, ihr müsst weit nach vorne gucken beim Fahren und ihr müsst die Situation sehen. Alles andere ist nichts. Das waren jetzt harte Worte. So, also schön weiterfahren. Auch an die normalen Autofahrer. Es gibt viele, die mir schreiben, dass sie den Führerschein schon lange haben und dass die immer wieder gern die Filme angucken und so. Überprüft euch mal selber. Das ist nämlich eine ganz interessante Sache. Überprüft euch mal beim Fahren, wo gucke ich überhaupt hin, wenn ich fahre? Wie weit gucke ich nach vorne? Bin ich schon vor der Kreuzung und schaue über die ganze Kreuzung oder gucke ich nur, was vor meinem Auto passiert? Wir fahren jetzt die nächste rechts weiter. Das heißt, ich muss aufpassen, keine Fußgänger. Dann geradeaus, das heißt, ich wechsle gleich nach links, kann hier schön durchfahren, die Ampel ist grün. Und jetzt ist mein Blick, ich zum Beispiel, ich gucke schon den ganzen Berg hoch. Wenn ich hier bin, dann habe ich schon den ganzen Berg hoch geguckt. Und jetzt wieder, oh Gott, ich bin über den Rad, über den Schutzstreifen für Radfahrer ein bisschen drüber gefahren. Das ist nicht so schlimm, wenn ich da einfach mal ein kleines bisschen drüber fahre. Nur hier ist es jetzt wichtig, hier muss ich weg sein. Ich muss. Und zwar aber nicht Abstand zu dem Schutzstreifen halten, sondern ich fahre jetzt einfach so, dass ich mit meinem Rad ganz dicht an der Linie entlang fahre oder sogar ein bisschen drauf fahre. Das ist nicht so schlimm. Wir haben ja jetzt gar keinen Radfahrer, der hier unterwegs ist. Ich fahre 40 und jetzt sehr wichtig, ich muss wieder sehen, 50. Also kann ich jetzt ein bisschen schneller gehen auf 50. Und ich drücke wieder Set. Ich finde es so bequem einfach und auch jetzt für die Prüfung ist es einfach perfekt. Ich drücke Set, das heißt, ich habe den Tempomat eingeschaltet und das Auto fährt jetzt einfach mit 50 hier hoch. Ich brauche gar nichts machen. Ich kann mich so richtig schön auf die Beobachtung konzentrieren. Ihr seht, links sehe ich das Schild, das Tübingen zu Ende geht. Das ist immer wichtig, die Aufhebungsschilder stehen immer links. Und sobald ich rauskomme, oder 10 Meter vorher, 50 Meter vorher, gebe ich jetzt einfach schön Gas. So, und dann schalte ich schön und dann geht es schön weiter. Dann seht ihr da vorne 70. Das könnte ich theoretisch jetzt auch wieder mit Set fahren, aber manchmal bin ich auch einfach zu faul, das zu machen. Das heißt, ich fahre dann einfach ganz normal durch. Alles wunderbar hier. So, dann kann ich schnell beschleunigen, ich kann auch schalten, 100 fahren. So, vorausschauend, ich gucke schon ganz rüber, dann sehe ich schon, aha, da hinten kommt das Ortsschild. Hier kommt 70, ich bin perfekt genau auf 70. Dann bremse ich ganz sanft, also wirklich nur ganz sanft runter. Ich berühre die Bremse kaum und habe jetzt genau 50 beim Ortsschild und mit diesem Auto gehe ich in den dritten Gang. Und jetzt könnte ich wieder, wenn ich faul wäre, bin ich jetzt auch... drücke ich einfach Set. Ich hatte eine witzige Frage von einem Fahrschüler. Und zwar, wenn man hier reinfährt, habt ihr vielleicht gerade gesehen, hier steht freiwillig 30 in Pohndorf. Und jetzt hat mich ein Fahrschüler gefragt, was der Prüfer sagt, wenn er sagt, ja, möchte ich machen. Also ich finde es gut hier, ich fahre hier 30. Und da habe ich jetzt mit dem Prüfer drüber geredet und der hat gesagt,
ja, ist eine blöde Situation eigentlich, weil was soll man da machen? Aber er würde sagen, und das sehe ich irgendwie auch so, an der Prüfung muss ich ja sehen, dass einfach ein Fahrschüler mit Schildern umgehen kann, dass er sich mit den, sagen wir mal in Anführungszeichen, normalen Schildern auskennt. Und es geht hier nicht darum, jetzt irgendwie freiwillig 30 zu fahren. Und deswegen muss ich an der Prüfung hier schon 50 fahren. Ich kann also nicht hier jetzt sagen, okay, ich fahre freiwillig 30. So, jetzt habe ich mal geblinkt, dass alle zufrieden sind. Hab. Aber was viel wichtiger ist, ich habe vorher in die Spiegel geschaut. Also ich bin so drauf trainiert von Anfang an, dass ich eigentlich nie links rausfahre, jetzt zum Beispiel, ohne vorher in die Spiegel zu schauen. Ihr seht, ich fahre hier jetzt einfach vorbei und ich habe vorher geschaut. So, dann gehen wir hier schön weiter. So, dann gehen wir hier einfach schön durch. Jetzt sehe ich, lasse das Auto schön langsam im dritten Gang. So, und jetzt halte ich einfach an, wenn ich den Bus sehe. Schnell das reagieren, jetzt kann er nämlich in Ruhe durchfahren. Er winkt mir nicht, aber ich wink ihm. Das ist gar nicht bedankt. So, und dann fahren wir schön locker weiter. So, jetzt gucke ich hier, was mache ich mit dem? Ich fahre einfach durch, das reicht. Guckt er. Und das ist jetzt auch das, wenn ich so ein bisschen rüber fahre, muss ich nicht blinken. Das ist einfach übertrieben. So, hier hat die Fahrschülerin, jetzt wusste nicht richtig wann, dann hat sie hier links geblinkt. Das wusste ich jetzt auch nicht so richtig, warum. Das wird ihr ewiges Geheimnis bleiben. So, dann schauen wir hier. Irgendwann gehen wir schön durch. Und dann gehen wir hier schön runter. So, ich muss halt immer bereit sein, wenn mir jemand entgegenkommt, dass ich dann halt eventuell gleich nach rechts fahren kann. Aber hier, das ist alles Verlauf der Straße, hier brauche ich auch nicht blinken, das heißt, ich kann hier ganz locker runterfahren. So. Schön locker weiter. Ich brauche hier gar nicht so schnell fahren, das reicht vollkommen, wenn ich es auch nur so runterrollen lasse. So, und jetzt komme ich dann gleich raus. Und jetzt kann ich ein bisschen schneller fahren. Und ich muss immer so fahren, dass einfach die Leute in meinem Auto keine Angst kriegen. Also es bringt mir nichts, wenn ich hier voll am Limit runterfahre. Und ich darf aber natürlich auch nicht zu langsam fahren. Ich muss hier eine schöne Mischung finden zwischen nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Schalte ich jetzt schön runter den dritten Gang und dann mit wunderbarer Blicktechnik. Ich schaue schön in die Kurve rein, gehe ich hier schön runter und jetzt schaue ich schon runter, wie so ein Rennfahrer, dass ich gleich sehe, was da unten los ist und ich kann schön durchfahren hier. Und mein Blick ist immer ganz, ganz weit vorne. Wie Motorradfahrer müssten das eigentlich lernen, dass die immer weit vorausschauend fahren. Fahrbahnbeurteilung und was da alles mit. So, dann fahre ich hier schön gemütlich runter, bremse vor der Kurve wieder ein bisschen ab. Hier schön rein. So, dann gehen wir hier schön weiter. Schalte ich wieder einen Gang runter, gehe schön rum. So, und jetzt hier. Sehe ich, jetzt kommen keine so richtigen Kurven mehr. Jetzt kann ich schön raus beschleunigen, kann auch hochschalten und kann theoretisch 100 fahren, wenn kein so riesen Viech da vor mir herfährt. Ah, der verhindert sozusagen gleich mal das Überholen, jetzt geht er rüber, wenn man einfach ein bisschen so durch die Mitte fährt. Manche sagen, sie schützen dadurch die Hinterherfahrenden, dass sie nicht in gefährliche Überholmanöver verleitet werden. So, dann hieß es, wir fahren links weiter Richtung Tübingen.
Dreck. So. Der wartet. Okay, da kann ich fahren, weil ich habe hier Vorfahrt gewährt. So, dann gehe ich hier schön, da kommt ein Lastwagen. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich schon ganz schön Gas geben, damit ich vor den Lastwagen reinkomme. Seht ihr? Und da ich jetzt richtig voll Gas gebe, komme ich hier ganz locker vor dem Lastwagen rein. Wenn ich ein bisschen gezögert hätte, wäre ich nicht reingekommen. Und das ist jetzt immer das Wichtige. Und das muss ich halt als Fahrschüler ziemlich drauf haben. Also das ist sozusagen schon die hohe Kunst. Also fortgeschritten. So, ich darf nicht so dichter auffahren. Und dann gehe ich hier schön raus. Schön mit schauen natürlich. Ich darf 120 fahren. Dann gehe ich wieder hier schön rüber. Und es wird euch nicht wundern, dass ich schon wieder den Tempomat benutze. Das heißt, ich drücke einfach bei 120 auf den Tempomat und ich habe keine Gefahr, dass ich irgendwie zu schnell fahre. So, da muss ich jetzt schon wieder gucken. Ich gucke ständig, was hinter mir los ist. Ich sehe, hinter mir geht es einigermaßen. Jetzt kommt ein Auto, dann ist wieder eine größere Lücke. Da muss ich schauen, reicht mir das oder bin ich schneller wie der da vorne? Ja, eigentlich schon. Hier hinten habe ich genug Platz. Also kommt, dann Blinker links rein, dann gucke ich nochmal in den Spiegel, dann kommt der Blick zur Seite und ich gehe schön rauf. Und wie gesagt, eine gute Verkehrsbeobachtung ist nicht ein Schulterblick oder ein Spiegelblick oder so, genau an der Stelle, weil ich es machen muss, sondern eine gute Verkehrsbeobachtung läuft über die ganze Zeit. Das heißt, ich bin ständig informiert, was hinter mir los ist und so. Und dann brauche ich nämlich, eigentlich behaupte ich jetzt, ich könnte rüberfahren, ohne zu gucken, weil ich die ganze Zeit gucke eigentlich. Das heißt, ich muss nicht genau in dieser Situation, wenn ich rüberfahren will, gucken. So. Jetzt gehe ich runter auf 100, aber das ist halt schwierig natürlich als Anfänger diese ganze Routinen hinzukriegen und deswegen übt man natürlich das mit den ganzen Schulterblicken zu, aber man darf es nochmal nicht übertreiben, sondern als Fahrschüler muss ich einfach wissen, wann ich wo gucken muss. So, jetzt kommen wir rein nach Tübingen, 100 und dann immer ganz wichtig, da vorne kommen dann die Begrenzung auf 80. Ich darf den jetzt natürlich auch nicht überholen. So 80 und ich muss jetzt auch links rüber. So, der Prüfer hat gesagt, wir fahren die nächste links weiter und jetzt im Nachhinein betrachtet muss man sagen, hätte er das mal lieber nicht gesagt. Warum, werdet ihr gleich sehen. Weil bis jetzt war die Welt noch in Ordnung. Außer diesen Schwierigkeiten am Anfang war ich alles okay. Auch das Einfahren auf die Kraftfahrstraße, das Fahren auf der Kraftfahrstraße war okay. So, ihr hört Start-Stopp. Oh, jetzt geht er wieder an. Das ist immer so witzig bei dir. Jetzt ging er wieder an. Er hat kurz Start-Stopp gemacht und dann ging er jetzt wieder an. Weil das hat sie heute auch gemacht, ja. Und genau, das kann ich einfach machen. Wenn ich weiter hinter stehe, kann ich Start-Stopp-Automatik benutzen. Das heißt, ich gehe einfach in den Leerlauf, mache den Gang raus, gehe runter von der Kupplung, dann geht der Motor aus. Und wenn ich dann die Kupplung wieder drücke, geht der Motor wieder an. Das wird jetzt wieder aus. So, wir gehen also die nächste links weiter. Das heißt, ich mache jetzt einfach den Blinker links. So, und dann gehen wir schön links rüber.
jetzt mache ich Start, Stopp. Hinter mir ist auch niemand. Das heißt, ich habe gar keinen Stress jetzt hier. Oje, da hinten steht ein Lastwagen, der hat den Blinker drin und der muss irgendwie so einen Elektrikfehler haben, weil der hat 5000 Lichter und während jetzt da ein Blinker geht, gehen die ganzen Lichter an und aus und so. Oje, das sieht nicht so gesund aus. So, und wir nähern uns jetzt gleich einer ganz blöden Situation und ich sag Stichwort Fußgänger. So, hier steht es auch schon, Fußgänger, ein böses Omen. Und zwar, wir fahren jetzt die nächste rechts und jetzt sind von rechts Fußgänger gekommen. Und jetzt hatten wir dieses typische Fußgängerverhalten. Die Fahrschülerin fährt und einfach ganz klar, sie hätte hier jetzt anhalten müssen. Aber die Fußgänger haben so, weil sie das einfach gewöhnt sind, dass die Leute sie nicht rüberlassen, sage ich mal, haben die kurz gewartet, bis sie weg war und sind dann rübergelaufen. Und das ist einfach ein falsches Verhalten. Das heißt, wenn Fußgänger an den Fußgängerüberweg ranlaufen, egal ob die rüber wollen oder nicht, dann ist es wichtig, dass ihr einfach anhaltet. Dass ihr anhaltet, wenn die Fußgänger dann nicht rüberlaufen, dann ist es nicht schlimm, dann könnt ihr einfach weiterfahren, das ist absolut okay. Aber wenn, wie in diesem Fall, die Fußgänger natürlich rüberlaufen, dann ist die Prüfung leider zu Ende. Gut, und somit ja, hat sich einfach eine gute Prüfung vorzeitig verabschiedet, sozusagen. Schade. Gut, und ich fahre jetzt hier weiter, weil ich muss ja nicht weiter zum TÜV. Das heißt, ich verabschiede mich und arbeite weiter an meinen Fragen, guck, wie ich das alles umsetzen kann, und ich muss ja dann noch eine Prüfung machen, die dann gut ausgegangen ist. Und da muss ich sagen, heute Morgen hatte ich noch eine Prüfung, die war wirklich, das hat der Prüfer gesagt, 1 mit Sternchen. Die war also richtig gut. Also bis dann.